Willkommen zum Logbuch Bretterwisser. Heute ist der 20. Mai. Ich habe schon wieder zwei Pakete. Kommt einfach mal mit rein. Wir gehen einfach mal kurz ins Büro. Dann packe ich die mit euch aus. Ich weiß zwar schon, was drin ist, aber aufpassen, dass ich hier nicht über die Kindersachen stolpere. So, setze ich euch mal kurz ab. Den Anblick solltet ihr ja kennen. Machen wir das Video noch ein bisschen schön gerade. So, den Anblick kennt ihr ja. Hab ja zwei Pakete. Die sind heute wieder eingetrudelt. Hier steht Matthias Nagy Notch drauf. Ich muss mich hier erstmal hier an diesen Anblick gewöhnen. Ist noch ein bisschen neu für mich, aber ich weiß, was drin ist, aber ihr wisst es nicht. Machen wir es einfach mal auf. Es ist ein gebrauchtes. Nee, das ist so eingeschweißt. Matthias hat mir das Stone Age, die Erweiterung geschickt, nachdem er mir ja letztens das Stone Age geschickt hatte. Cooles Spiel, haben wir auch auf jeden Fall gespielt. Diese Erweiterung hat er wohl noch rumliegen gehabt. Noch verschweißt, wie ihr seht. Die wird jetzt irgendwie da reingebaut. Muss ich mal gucken. Ist irgendwie auch lustig, dass die Schachtel gar nicht zugeht. Deswegen muss ich mal irgendwie gucken, wie ich das mache. Stone Age hat mir richtig gut gefallen. Ich hatte es zwar irgendwann schon mal gespielt, aber jetzt mit der Großen haben wir es gespielt. Fand ich echt cool. Und immer oben auf die Kamera gucken, nicht gar auf den Bildschirm. Aber das kriege ich auch noch hin. So, noch ein Paket. Nachdem ich ja gestern das King's Dilemma vorgestellt hatte. Ich muss mir das Pictures unbedingt mal anschauen. Pictures ja jetzt zum Spiel des Jahres nominiert. Ich kannte es noch nicht. Ich weiß ungefähr, worum es geht, aber ich kenne es noch nicht. Es geht ja irgendwie darum, mit irgendwelchen lustigen Spielmaterialien. Ich mache das einfach mal auf. Das interessiert mich jetzt nämlich einfach und euch bestimmt auch, wie diese Materialien aussehen. Ich reiß das einfach mal ganz schnell mit euch auf. Gott, gleich muss ich hier auch mal aufhören. Also da sind auf jeden Fall so Spielmaterialien drin, mit denen man irgendwelche Bilder nachbauen soll. Da bin ich gespannt drauf. Könnte ich mir vorstellen, dass es der Familie richtig gut gefällt. Ja, das ist heute bei mir eingetrudelt. Hochkant-Video, immer noch ein bisschen was Ungewohntes. Ich hatte auch eine Idee, die ich eigentlich umsetzen wollte. Technisch scheitert es gerade. Ich wollte Leute per FaceTime oder WhatsApp-Audio anrufen. Funktioniert irgendwie technisch noch nicht so, wie ich das gern hätte. Aber das war Logbuch bei der Wisser für heute. Ganz kurz zwei Spiele oder zwei Erweiterungen eingetrudelt. Schreibt mir mal, ob ihr Stone Age noch spielt oder schon mal gespielt habt und wie ihr das findet. Das interessiert mich mal. Schreibt mir was in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder zu irgendwas. Ich habe schon eine Idee. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.